Okay, fangen wir heute nochmal an. Entschuldige für die Störungen, aber jetzt wird's passen. Also herzlich willkommen zum Vortrag von unserem Sponsor Bearing Point und dem Vortrag Künstliche Intelligenz, Anwendungen und Trends. Als kurzen Überblick würde ich gerne die 4W-Fragen von KI beantworten. Das heißt, wer verwendet überhaupt KI? Warum brauchen wir es überhaupt? Wie funktioniert KI? Und wie schauen so State-of-the-Art-KI-Systeme aus und was können sie? Zur ersten Frage, welche Unternehmen arbeiten eigentlich mit künstlicher Intelligenz? Dazu würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen. Wie alt schätzt es künstliche Intelligenz ein? Also seit wann gibt es die Technik? 30 Jahre oder seit? 30 Jahre. Fast, also seit 1950, in den 60er Jahren, also 50er, 60er Jahren, hat es schon Forschungen im Bereich künstliche Intelligenz gegeben. Da hat es leider nicht so gut durchgesetzt, weil einfach die Datenmengen gefehlt haben und auch die Rechenressourcen nicht wirklich dort waren. Und außerdem als Punkt haben es die Forscher gesehen, dass die Probleme, die damals gelöst werden haben müssen, waren nicht so komplex, dass man KI auf das Problem draufsetzen hätte müssen. Und es sind auch Standardalgorithmen im Prinzip haben funktioniert. Darum ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen und erst in letzter Zeit hat es wieder einen Fahrt aufgenommen, dass KI entwickelt wird und eingesetzt wird. Als Punkte sind dazu aufzuführen, dass einfach in letzter Zeit einfach viel mehr Daten gesammelt werden, also zum Beispiel Big Data ist da als Stichwort zu nennen und auch Cloud Computing ist in letzter Zeit einfach riesig geworden, das heißt, es gibt irgendwo Riesencluster, die KI-Systeme rechnen und deshalb viel effizienter verwendet werden können. Aus den Punkten ergibt sich dann natürlich, dass die Big Player im KI-Bereich die großen Firmen, also die großen Konzerne wie Google, Amazon, Microsoft sind. Aber auch in Österreich gibt es mittlerweile unzählige Unternehmen, die KI einsetzen und weiterentwickeln. Also man sieht ganz unten im Forschungsbereich, also zum Beispiel die TU ist federführend in TU, also in KI-Entwicklung. Aber vom Medizinbereich, im Finanzbereich oder autonomes Fahren wird in jedem Bereich KI verwendet, einfach damit man seine Prozesse optimiert und einfach eine perfekte oder annähernd perfekte Lösung findet für ein gegebenes Problem. Jetzt stellt sich die Frage, warum braucht man eigentlich KI? Warum kann ich nicht einfach alles regelbasiert machen und warum kann ich nicht einfach eine If-Else-Anweisung für jedes Problem machen, so wie Regex zum Beispiel schreiben? Und dazu habe ich ein kleines Beispiel vorbereitet. Das MNIST-Dataset kennen vielleicht ein paar Leute von euch. Da geht es darum, es ist ein Grauwertbild, das steht ein Kleidungsstück da, das heißt von Schuhe bis Jacken zum Beispiel. Und wir hätten da lauter kleine 28x28 Pixelbilder. Wie viele Grauwertbilder könnte man aus dem Datensatz zum Beispiel stellen? Hat das wer Ahnung? Das ist eine Idee. Sonst sage ich es euch. Es gibt nämlich 256 hoch 784 Bilder. Das ergibt sich daraus, weil wir haben 256 Farben, also Grauwertstufen von 0 bis 256. Und wir haben 784 Pixel, weil 28 mal 28 Pixel. Umgerechnet auf ein leserliches Format wäre das dann 10 hoch 1888. Und schätzt es, dass das viel ist oder ist das wenig? Es ist sogar sehr viel, weil Forscher gehen davon aus, dass im Universum ungefähr 10 hoch 80 Atome gibt. Das heißt, das könnt ihr euch vorstellen, wenn man jetzt eine Regel für jedes Bild schreiben müsste, dann wird man nicht fertig. Und wir brauchen irgendwie ein intelligentes System, um in einem Datenset zum Beispiel Kleidungsstücke zu erkennen. Bitte? Es ist nur Rauschen, genau. Aber einfach, wie viel das man produzieren könnte als Grauwertbilder. Und da reden wir noch nicht von Tiefenbildern oder von Farbe oder irgendwas, sondern ganz simpel und auch relativ klein. Und das sprengt schon unseren Rahmen. Jetzt ist die Frage, welche Arten von künstlicher Intelligenz gibt es überhaupt und was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist eigentlich nur ein Regenschirmbegriff für das Core-Prinzip vom maschinellen Lernen. Da geht es darum, es gibt drei große Bereiche, das überwachte Lernen, das unüberwachte Lernen und das verstärkende Lernen. Und ich würde gerne ein bisschen auf die einzelnen Bereiche eingehen. Beim überwachten Lernen oder auch Supervised Learning gibt es so ein genanntes Lehrer-Schüler-Prinzip. Das heißt, für irgendwelche Inputdaten nehmen wir unseren Teil raus,
Das nennt man dann die Trainingsdaten und der Lehrer labelt diese Daten. Das heißt zum Beispiel in unserem Fall, wir haben geometrische Figuren, die sind farbig und der Lehrer wird wirklich einzeln hergehen, für jede geometrische Figur sagen, das ist ein oranges Dreieck, das ist ein grüner Kreis und so weiter. Unsere Maschine am Anfang, also die KI, weiß gar nichts. Das heißt, die ist random initialisiert und macht einfach lauter Blödsinn. Und der Lehrer gibt dann quasi dem Schüler, also der KI, einfach ein Beispiel und sagt, was ist das für eine geometrische Figur und welche Farbe hat es? Wenn die KI das richtig macht, dann ist es gut. Wenn sie es schlecht macht, dann produziert sie einen sogenannten Error, also einen Fehler. Und wir summieren für jedes Beispiel diesen Fehler auf und passen unsere KI dementsprechend an. Das heißt, je mehr Fehler diese KI macht, desto mehr passen wir die Gewichtung an, dass er beim nächsten Durchlauf, wenn wir ihm ein neues Beispiel zeigen, er das besser klassifizieren kann. Das nennt man dann quasi ein Gradientenberechnen von den Gewichtungen einer KI. Und das ist ein mathematisches Verfahren. Das heißt, es sollte zu einer optimalen Lösung kommen und deshalb quasi perfekt machen. In unserem Fall, wenn wir unsere KI fertig trainiert haben, also quasi jedes Trainingsdatenbild der KI mehrere Male gezeigt haben, dann können wir den Lehrer im Prinzip wegtun und die KI ist auf sich allein gestellt und für jedes neue Input-Datenbild oder Input-Daten wird die KI dann quasi das, was sie gelernt hat, auf die Daten anwenden und zum Beispiel in unserem Fall die geometrischen Figuren klassifizieren. Das heißt, orange Dreiecke kommen zu den orangen Dreiecken und grüne Kreise kommen zu den grünen Kreisen. Beim unüberwachten Lernen oder auch unsupervised Learning funktioniert das Ganze ähnlich, nur dass wir keine Lehrer haben. Das heißt, die KI ist wirklich ganz alleine, auf sich alleine gestellt. Und was in dem Fall probiert wird, ist, dass die KI Ähnlichkeiten im Datensatz rausfindet. Das heißt, wir haben irgendwelche, zum Beispiel wieder hier geometrische Figuren und natürlich schauen orange Dreiecke zueinander ähnlicher aus als grüne Kreise. Das heißt, die KI kommt irgendwann drauf, okay, wenn ich ein oranges Dreieck zu einem orangen Dreieck gebe, dann ist das für mich besser, als wenn ich da ein lila Quadrat zuschmeiße. Und im Endeffekt produziert sie fast dasselbe Ergebnis wie bei der Klassifizierung. Das heißt, unsere Daten sind geclustert. Nur die KI versteht nicht, was im Hintergrund die Daten sind. Also sie weiß nicht, dass das orange Dreiecke sind, sondern da brauchen wir dann zum Beispiel eine Person im Hintergrund, die dann sagt, okay, den Cluster 1, die unsere KI produziert hat, das benenne ich jetzt orange Dreiecke. Aber der KI ist das im Prinzip egal. Ist auch interessant, im Medizinbereich solche unüberwachten Lernsysteme einzusetzen, damit man zum Beispiel herausfindet, welche Krankheiten durch welche Symptome ausgelöst werden oder welche Ähnlichkeiten quasi Personen aufweisen, damit es zu dem Krankheitszustand kommt. Das verstärkende Lernen oder auch Reinforcement Learning unterscheidet sich ein bisschen von den anderen zwei Lernsystemen, indem das Forscher hierher gehen und nur Aktionen für die KI bereitstellen. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt einen Roboter und ihr wollt den von Punkt A nach Punkt B gehen lassen, aber ihr wollt das nicht manuell programmieren, ihr wollt nicht sagen, beweg Motor A und dann balanciere die aus, weil das ist irrsinnig kompliziert zum Programmieren. Sondern was die Forscher hier machen, ist, sie geben der Maschine nur die Möglichkeiten, dass die einzelnen Motoren oder Bewegungen im Prinzip angesteuert werden, aber sie sagen ihr nicht, wie das funktioniert. Und der Roboter versucht jetzt, von Punkt A nach Punkt B zu kommen und wie ihr euch vorstellen könnt, zum Anfang wird er wahrscheinlich nur rumliegen oder nur rumstehen und dann umfallen, weil einfach er nichts probiert. Und durch zufällige Ereignisse, also die KI hat dann im Hintergrund Zufallsgeneratoren im Prinzip drinnen, die verschiedene Aktionen probieren. Und durch Zufall kann es dann sein, dass zum Beispiel der Arm hochgehoben wird oder irgendein Motor angesteuert wird und der Roboter sich ein bisschen weiter zu Punkt B bewegt, als er vorher war. Und er lernt dann daraus, okay, ah, das war gut, vielleicht soll ich das neu machen. Oder vielleicht soll ich was anderes probieren, das was ähnlich funktioniert. Und wenn man das genug oft macht, also mehrere Iterationen darauf anwendet, dann kommt die KI irgendwann drauf, wie der optimale Bewegungsablauf von Punkt A nach Punkt B ist. Was wir da jetzt nicht regulieren können, ist zum Beispiel, dass wir sagen, okay, die Maschine soll aufrecht gehen, sondern es kann eigentlich machen, was sie will. Das heißt, wenn die Maschine draufkommt, okay, an Purzelbaum schlagen oder auf allen Vieren kriechen, ist effizienter, was wahrscheinlich dann nicht ist, aber für den Anfang,
dann macht die KI das. Bei Bearing Point arbeiten wir derzeit viel mit Natural Language Processing. Das heißt, wir arbeiten mit Sprache, Textanalysen und so weiter. Und unser erstes Projekt, was wir bei Bearing Point hatten, war die Anomalie Detection. Das heißt, wir haben uns Log-Files angeschaut und haben geschaut, ist da alles korrekt abgelaufen oder gibt es irgendwelche Fehler? Zum Beispiel, also Software oder Maschinen produzieren einfach tagtäglich irgendwelche Logdaten, wo sie ihre Sensordaten zum Beispiel reinschreiben oder vom Programmierer irgendwelche Debug-Meldungen, obwohl es auch korrekt abgelaufen ist. Und wir schauen uns jetzt jede Zeile an und schauen, okay, ist das alles korrekt abgelaufen oder gibt es irgendwelche Anomalien? Zum Beispiel können einfach irgendwelche Server abstürzen und die Maschine bleibt stecken oder irgendwelche Fehlermeldungen werden geworfen oder irgendwas dauert länger, als es sein sollte. Und für jeden Fall eine eigene Regel zu erstellen, ist, wie wir schon gelernt haben, relativ aufwendig. Das heißt, wir müssen jeden Satz einfach regelbasiert machen oder irgendwelche Regex anpassen. Und so verwenden wir im Prinzip eine KI, die einfach tagtäglich über die Daten drüber schaut und schaut, okay, was sind normal ablaufende Sequenzen? Und sie kommt dann drauf, okay, das ist vielleicht nicht ganz normal, vielleicht solltest du ein Auge drauf halten und das verbessert natürlich unseren Programmierablauf und gibt ein sogenanntes Frühwarnsystem. Außerdem haben wir ein zweites Projekt, das ist der AI-Powered Customer Support, wo es darum geht, dass wenn zum Beispiel ein Kunde oder ein Programmierer bei uns ein Problem hat, dann würde er eine E-Mail an den Support schreiben mit bitte behebt das Problem, weil bei mir geht das und das nicht. Oft ist es so, dass der Support-Mitarbeiter nicht wirklich technisch drinnen ist. Das heißt, er wird es an einen Techniker weiterleiten, der das Problem beheben kann. Und der Techniker wird dann draufkommen zum Beispiel, es sind nicht alle Daten im E-Mail drinnen, die was ich brauche, damit ich mein Problem löse. Jetzt wird der Techniker dann zum Beispiel wieder eine E-Mail zurück am Support schreiben, damit der wieder an den Kunden zurückschreibt, bitte ergänzt die Information, die mir fehlt. Wie ihr euch vorstellen könnt, das ist ziemlich aufwendig und es produziert einfach für den Overhead, der eigentlich nicht sein müsste. Und wir versuchen jetzt eine KI zu programmieren, die sie den Text voranalysiert. Oben seht ihr zum Beispiel ein ganz simples Feed-Forward-Network. Das heißt, irgendwelche Daten kommen rein und hinten kommt dann die kategorisiertes Problem raus. Das heißt, wir haben gewisse Kategorien, wo Probleme auftreten können bei uns in der Firma und die Texte werden im Prinzip durch die KI analysiert und dann in eine von den Kategorien zugeteilt. Vorne bei dem Feed-Forward-Network kommt jetzt nicht wirklich Text rein, sondern ein sogenannter Kontext. Das heißt, wir haben ein Transformer-Network im Hintergrund, das einen Text in Kontext umwandelt. Kontext von einem Satz, könnt ihr euch so vorstellen, ist, wenn zum Beispiel ihr verschiedene Lehrer oder so zusammen suchen wollt. Das heißt, ein Physiker und ein Mathematiker haben zum Beispiel viel mehr gemeinsam als ein Sportlehrer und ein Physiker. Und das ergibt sich dann einfach aus dem Kontext, weil die anderen zwei einfach mit Naturwissenschaften zu tun haben und der andere einfach eher mit Sport. Aber zum Beispiel der Sportlehrer und der Physiker, also Physiklehrer, haben mehr gemeinsam als ein Fußballspieler, weil es einfach quasi die einen sind Lehrer, der andere ist Sportler. Und aus unserem Text ergibt sich dann auch Kontext und wir kategorisieren unsere Texte anhand von Kontext. Und sobald wir unsere Probleme in die Kategorien eingeteilt haben, verwenden wir eine zweite KI, die die notwendige Information für das Problem im Text sucht. Das heißt, wir haben eine KI, die produziert NER, also Named Entity Recognition. Und die KI macht nichts anderes, als zum Beispiel wir sagen, wir wollen Personen finden im Text. Und die KI würde dann alle Personen im Text finden. Das heißt, ihr müsst nicht explizit angeben, ihr wollt zum Beispiel in diesem Text Steve Wozniak suchen, sondern die KI findet einfach den Namen Steve und Wozniak, weil es das gelernt hat, weil das eine Person ist. Und wir verwenden das für Personen, für Projekte und für alle Daten, die wir eben brauchen. Zum Schluss würde ich gerne nur auf die Trends und die Anwendungen im KI-Bereich eingehen. Das heißt, was hat sich
getan in letzter Zeit. In der PowerPoint-Präsentation hätte ich jetzt ein Video gesehen, aber vielleicht kennen ein paar von euch die Videos von Boston Dynamics. Die sind im Prinzip eine riesengroße amerikanische Firma, die sich mit KI im Roboterbereich beschäftigen. Und vor ein paar Jahren waren es im Prinzip Roboter, die kaum gehen haben können. Und mittlerweile sind sie so weit, dass sie sogar tanzen können. Wahrscheinlich sogar besser als ich. Auch im Filmbereich hat sie einiges getan. Das heißt, vor ein paar Jahren haben wir es sicher alle kennt. Videos haben lange Zeit gebuffert, weil die Verbindung nicht gut war oder was auch immer. Mittlerweile sind Filmproduzenten und Streaming-Services dazu gegangen, dass sie euch die Daten nicht mehr in Hochauflösung schicken, sondern sie schicken einfach eine komprimierte Variante, also in Low-Res. Und im Hintergrund gibt es eine KI, die die Daten wieder hochskalieren und schaut fast besser aus als vorher. Sogenannte zum Beispiel Tekkogan war, glaube ich, letztes Jahr ein Paper. Das heißt, wenn zum Beispiel in CSI irgendwo reingezoomt wird, dann ist das jetzt nicht mehr Fiction, sondern schon Wirklichkeit. Außerdem gibt es GPT-3 von OpenAI entwickelt, also von der Firma von Elon Musk. Auch hier wäre wieder ein Video. Aber als kurze Beschreibung, GPT-3 kann Texte analysieren und daraus weiterführend zum Beispiel Programme erzeugen. Das heißt, mit deepbuild.co könnt ihr zum Beispiel eine eigene Webseite programmieren, indem ihr nur die Beschreibung der Webseite gebt. Das heißt, ihr beschreibt nur, welche Webseite ihr gerne haben wollen würdet und die KI produziert daraus den HTML- und PHP-Code. Auch für Spielebegeisterte von euch gibt es KI, zum Beispiel den AI-Dungeon. Dabei geht es darum, dass eine KI im Hintergrund ein Text-Adventure produziert und ihr mit dem Text-Adventure interagieren könnt. Das heißt, die KI generiert irgendeine Story und ihr könnt dann in einem Textfeld eingeben, was ihr gerne machen würdet. Und die KI reagiert darauf und produziert eine weitere Geschichte und führt diese weiter. Das war's auch schon. Danke fürs Zuhören. Und wenn du Fragen sind, kannst du gerne noch stellen. Genau, also Tekkogan, also die Frage war, ob Tekkogan bei Netflix schon eingesetzt wird. Tekkogan ist ein neues Paper, das was erst letztes Jahr rausgekommen ist. Das heißt, da gibt es noch Forschungen, aber Netflix selber setzt schon Komprimierverfahren im Hintergrund ein. Das heißt, okay, ich weiß nicht, ob es explizit Tekkogan ist. Das ist ja ähnlich wie bei Nvidia, dann wahrscheinlich das DLS. Genau, genau. Also die Komprimierung wird bei Netflix selber gemacht, das heißt, die schicken nur die komprimierte Variante und im Browser dann wird das quasi ausgelöst. Gibt es sonst noch Fragen? KI-Anwendungen für Blockchain. Habe ich jetzt noch nichts gehört. Gibt es wahrscheinlich Startups, die sich in dem Bereich kümmern wollen. Aber weiß ich jetzt leider nichts Konkretes. Vielleicht wissen Sie was? Okay. Mhm. Im Finanzbereich bin ich leider nicht zuständig. Aber Sie können gerne auf der Webseite von Enlight AI gehen. Da sind alle Firmen aufgelistet. Wenn jetzt Netflix AI auch so bringt,
das ja in meinem Browser oder in meinem Hauptspielgerät das Pendant dazu existieren, damit es wieder korrigiert oder verbessert wird. Also jede Firma hat sein eigenes KI-Pendant auf der Abspielseite. Ist das nicht ein furchtbares Szenario? Das ist eben die Frage. Also es gibt Standards für Modelle, die können dann im Prinzip von Ole eingesetzt werden. Also es gibt zum Beispiel den ONX-Standard, also den ONNX. Dabei werden Modelle im Prinzip in so einem Standardverfahren vereinheitlicht. Das heißt, das kann dann jeder verwenden, sodass es nicht wie bei zum Beispiel den USB-Sticks von Apple oder USB-Format kommt, dass es keinen einheitlichen Standard gibt. Bitte. Ich habe gesehen, dass hier auch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik dabei ist. Dazu kann ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Bitte. Normalerweise wird das verwendet, um also so Modelloutput zu verbessern, beziehungsweise auch um in andere Sprachen umzuwandeln. Mhm. Also die haben automatisierte Programme, die entstehen der Vorhersage für Hotels oder was auch immer, ich glaube inzwischen bis zu 7 oder 10 Sprachen, damit das also so angepasst wird. Das ist eine Sache. Eine andere wird vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage, also das ECMWF in Reading bei London, eine europäische Institution, inzwischen forschungshalber versucht, und zwar Wettervorhersage funktioniert heutzutage, indem man ein riesengroßes Strömungsmodell laufen hat, mit wahnsinnig vielen Gitterpunkten, die alle ineinander verknüpft sind, also ich habe irgendwo, ich glaube, es waren circa 1 Milliarde Gitterpunkte, die entsprechend gekoppelte Gleichungen geben, die müssen gelöst werden und alles Mögliche muss da reingepackt werden. Sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer, wird aber durch ganz schnelle Rechner täglich gemacht. Läuft aber an die Grenzen hin, wenn es weiter in die Zukunft hinausgeht. Und da versucht man jetzt aufgrund historischer Reanalysedaten, also indem man Wettersituationen der Vergangenheit in einer Trainingsphase versucht, mit Methoden der künstlichen Intelligenz zu füttern, unter Anführungszeichen, und dann in der Zukunft diese Strömungsmodelle mit Methoden der künstlichen Intelligenz zu lösen, was den Vorteil hat, dass das dann wesentlich schneller ging. Und die ersten Ergebnisse dazu sind nicht ganz unermutigend, sagen wir mal so. Und das ist faszinierend, also für mich als Meteorologe insofern faszinierend, weil man das ein völliger Paradigmenwechsel ist. Das wäre also eine tolle Sache, wenn das jemals funktionieren sollte. Aber zumindest in Teilaspekten wird es funktionieren und wird auch gemacht werden. Mhm. Danke für die Aufmerksamkeit. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Die sind online, ja. Bitte. Bitte gehen wir uns das nochmal wieder hin. Es gibt ja in Deutschland auch Firmen, die sich nicht einstellen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Hugging Face, das ist ein Open-Source-Framework, das ist quasi ein Community-Projekt, das sie mit zum Beispiel Text befassen. Und es könnte sich vorstellen, KI zu trainieren ist relativ aufwendig, das heißt, braucht viele Rechenressourcen, die nicht jeder Firma zur Verfügung stehen. Und das Community-Project hat sich im Prinzip quasi damit beschäftigt und hat gesagt, okay, wir trainieren diese Modelle für euch. Das heißt, das sind dann zum Beispiel Standardmodelle, die sie mit, also bei Sprache gibt es ja Grammatik und einfach Rechtschreibung und so. Das heißt, es werden Standardmodelle auf Sprache trainiert und diese werden quasi öffentlich für einfach frei verfügbar gestellt. Das heißt, jede Firma hat die Möglichkeit, dass einfach das Open Source KI-Projekt verwenden und darauf zum Beispiel noch weitere KI-Layer drauf arbeiten, die sich dann speziell auf irgendwelche Tasks kümmern. Und ich sehe das jetzt nicht so, dass es quasi dann eine Firma gibt, die alles beherrscht, sondern ich sehe das schon so, dass es ein Community-Ansatz ist. Das heißt, wenn wer was rausfindet, dann hoffentlich wird Open Source freigestellt, das dann andere verwenden können.
aber dann jede Firma hat dann zum Beispiel spezielle Anforderungen, die sie lösen wollen, und dafür können sie dann die Standard-AI verwenden. Bitte. Ja. Also, die Frage war, gibt es im Glücksspielbereich irgendwelche KI-Systeme? Und es habt vielleicht gehört, es gibt jetzt zum Beispiel AlphaGo, das heißt, die beschäftigen sich mit dem Spiel Go. Und im Schach gibt es natürlich auch schon KI-Einsätze. Und es gibt, was ich gelesen habe, es gibt für Poker, gibt es eine KI, die sich die Wahrscheinlichkeiten berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass man eine Hand gewinnt. Und die funktioniert so gut, dass es im Prinzip keinen menschlichen Spieler gibt, der auf lange Zeit gewinnt. Also bei Poker ist es zum Beispiel immer nur so, es gibt Wahrscheinlichkeitsrechnungen, das heißt, es ist immer nur ein Glücksspiel. Das heißt, man hat die Chance, dass man verliert, aber wenn man das Spiel lange Zeit spielt, dann ist der Expected Value, also der Wahrscheinlichkeitswert, dass man auf lange Zeit gewinnt, ist bei der KI einfach viel höher als beim menschlichen Spieler. Das heißt, die KI kann trotzdem noch Hände verlieren, aber sie spielt schon so, dass sie eigentlich jeden Spieler besiegt. Und es ist nicht nur so, dass es stupide irgendwelche Regeln befolgt, sondern wenn sie merkt, der Gegner schmeißt seine Hände schneller weg, wenn er blufft oder so, dann wird die KI das lernen und wird das auf den Spieler anwenden. Also die KI ist viel anpassbarer. Ich weiß es jetzt nur im Pokerbereich, es gibt es wahrscheinlich in anderen Bereichen auch. Also die Frage war, gibt es rechtliche Rahmenbedingungen zur Entwicklung von KI-Systemen? Bei uns jetzt noch nicht. Die Ethikkommission beschäftigt sich schon damit. Also in den nächsten paar Jahren wird es natürlich ein Thema werden, überhaupt im autonomen Fahren. Also ist die Frage, wer ist schuld, wenn ein Auto einen Unfall baut? Ist es dann der Programmierer oder ist es die KI selbst? Aber so jetzt gibt es noch keine Ethikkommission. Okay, vielen Dank, wir sind am Ende unserer Zeit. Danke.